Okay, sozusagen ich so. wollte noch etwas sagen in Bezug auf die Plejaren, hinsichtlich dem, dass wir die ersten 15 Jahre immer davon gesprochen haben, dass die Plejaren von den Plejaden herkommen, dass wir sie Plejadier nennen und eben nicht Plejaren. Das haben wir ganz bewusst deswegen getan, weil Vorschauen gemacht worden sind auf viele Jahre hinaus. Also vorausschauen und festgestellt wurde, dass in Europa, in Australien, in Japan und in Amerika hauptsächlich Leute in Erscheinung treten, die behaupten, sie hätten Kontakte mit den Plejadiern. Und die Kontakte mit den Plejadiern, respektive Plejaren, als die aufgekommen sind 1975, war noch niemals eine Rede davon gewesen. Das hat sich dann erst verbreitet, nachdem ich meine Kontaktberichte öffentlich gemacht habe. Und so konnten alle jene bloßgestellt werden, das war Absicht, die behauptet haben, sie hätten mit den Plejaren Kontakt. Mit Ptah-Kontakt, mit Quetzal-Kontakt und mit Semyase-Kontakt und so weiter. Das wurde alles behauptet und das ist alles nichts als erfundene Geschichte, es ist nichts als Lüge, denn die Plejaren, die haben mit keinerlei Erdenmenschen Kontakt, offiziellen Kontakt, auch inoffiziellen Kontakt, nur mit mir und sonst mit niemandem. Warum sind die Menschen, die hier in der Chor- oder in der Kerngruppe sind, mit ein Teil der Mission? Die Mitglieder von der Kerngruppe sind ein Teil der Mission, weil sie an dieser Mission mitarbeiten. Sie bemühen sich, Schriften herzustellen, sie bemühen sich, Vorträge zu halten und durchzuführen und sie bemühen sich auch, die Stände zu machen, wenn man in Städte reingeht, um die Sachen zu publizieren für Leute, die interessiert sind, damit diese Informationen kriegen. Es hat also keinen Ursprung der Reinkarnation oder dass das ganz besondere auserwählte Menschen sind, sondern Die Kerngruppe-Mitglieder, genauso wie ich, wir sind keine auserwählten Menschen, denn auserwählte Menschen gibt es nicht, denn jeder Mensch, der irgendwelche Dinge unternimmt, der irgendwelche Dinge macht, der macht das aus eigenem freien Willen heraus und durch eine eigene Bestimmung, die er sich in jedem eigenen Leben selbst schafft. könntest du kurz was zu dem Konflikt zwischen Libanon, Irak und der US sagen? Das geht wieder in die Politik rein und da möchte ich nichts sagen. Ich befasse mich nicht mit Politik. Okay. On the 12 commandments, you want to. Ja, die 12 Gebote. Warum sind es 12 und nicht 10? Und was Es sind die? waren ursprünglich 12 Gebote gegeben, die sind aber nicht eigentlich bekannt geworden, denn von Anfang an wurden 2 Gebote unterschlagen. Das war damals zur Moseszeit. Der hat tatsächlich von einem Ischwisch hat er 10 Gebote erhalten, inklusive zweien, die unterschlagen wurden. Warum wurden die unterschlagen? Was sagen die? Die Gebote, die restlichen beiden, die unterschlagen wurden, das geschah darum, weil die Menschen damals diese Gebote nicht akzeptieren wollten, wie sie ja auch die restlichen 10 Gebote nicht akzeptierten und irgendwelche Dinge taten, die wieder diese Gebote verstießen. Was waren das für 2 Gebote, die jetzt noch dazugefügt wurden, oder? Das ist sehr schwierig zu erklären. Das umfasst mehrere Schreibmaschinenseiten. Das ist nicht so einfach zu erklären. Wenn ich es in kurzen Worten sagen würde, dann gäbe das wieder Missverständnisse. Das heißt also, die 10 Gebote sind eigentlich mehrseitige, sind nicht so einfach wie oder die 12 Gebote sind nicht so einfach wie die 10 Gebote, die wir eigentlich kennen. Sie sind im gleichen Rahmen gehalten, doch sind sie doch etwas Spezielles. Und wenn du interessiert bist, kann ich die rausholen, kann die Titel vorlesen. Das wäre interessant, ja.
kann ich schnell holen. Ja, lass uns das vielleicht kurz die anderen Fragen noch stellen und dann machen wir es. We will get out the titles and prompts. Okay. Would you tell us a little bit about the fluidal forces? Du hast von den fluidalen Kräften geredet. Die Fluidalkräfte des Menschen, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine Schwingung, eine Strahlung, die ausgeht aus dem Gehirn durch die Gedanken und Gefühle des Menschen. Und die lagern sich in Gegenständen ab. Und sie lagern sich auch ab im Skelett des Menschen. Und die sind also derart stark, dass sie Jahrhunderte und Jahrtausende überdauern. So ist es also möglich, wenn jemand zum Beispiel ein Schmuckstück lange Zeit trägt, dass dieses geschwängert wird von den Fluidalkräften des betreffenden Menschen. Und der nächste Mensch, der diese Schmuckstücke dann wieder trägt, der wird dann von diesen Schwingungen betroffen. Das ist etwa im gleichen Rahmen, wie wenn irgendwelche Transplantate auf einen Menschen übertragen werden und sich die Schwingungen dann bemerkbar machen dadurch, dass irgendwelche Eigenarten des betreffenden Menschen, dem das Plantat angehört hat, auf den neuen Menschen einwirken. Du hast darum gesprochen, nicht verbrennen, sondern nur begraben lassen. Warum? Das ist dann auch der Grund, weil diese Schwingungen so stark sind, dass das Skelett oder respektiv der tote Körper des Menschen nicht verbrannt werden soll. Denn das Skelett, das speichert die Fluidalkräfte sehr stark und die können mehrere Jahrtausende überdauern. Und wenn der Mensch, der neue Mensch, der aus der Energie des alten Menschen wieder entsteht, also eine neue Persönlichkeit, ein neues Bewusstsein, ein neues Unterbewusstsein, ein neues Ego mit einem völlig neuen Charakter und so weiter und so fort, dann besteht für diesen neuen Menschen die Möglichkeit, durch die alten Fluidalkräfte mentale Fortschritte zu gewinnen. Das heißt, er kann also die Fluidalkräfte unbewussterweise nutzen, selbst wenn sie tausende von Kilometern von ihm entfernt irgendwo vergraben liegen, um dann eben mental seinen Mentalblock aufzubauen, sein Bewusstsein, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Psyche. Bedeutet das, ist das auch der Grund, warum man in Ägypten die Mumien so verpackt hat? Das war zur damaligen Zeit, war das den hohen Priestern oder sonstigen Priestern auch bekannt, dass Fluidalkräfte im menschlichen Körper, respektive in dessen Skelett, wirksam sind und sich übertragen. Und das war mit ein Grund dafür, nebst den rein religiösen Belangen, die vorgeherrscht haben, um die Menschen nicht zu verbrennen, sondern zu mumifizieren. Man sagt ja auch, dass, oder zumindest habe ich gehört, in der christlichen Kultur, dass das Mumifizieren eigentlich der Seele keine Ruhe lässt, dass die Seele sich davon nicht trennen kann. Wie siehst du das? Ich denke, du redest nicht von der Seele, aber... Wenn die christliche Religion davon spricht, dass wenn ein Körper mumifiziert sei, dass dann die Seele keine Ruhe finde, das ist absoluter Unsinn. Denn erstens ist die Seele nicht die Geistform und auch zweitens nicht das Bewusstsein, sondern die Seele ist die Psyche des Menschen. Es ist einfach der Begriff, den man heute gebraucht, für die Seele, früher hat es Seele geheißen. Und dass ein mumifizierter Körper auf das Bewusstsein des Menschen, das ja sowieso aufgelöst wird, also keinerlei Einfluss haben kann im nächsten Leben, wenn die neue Persönlichkeit entsteht, geht ja klar hervor, weil das Bewusstsein und die Persönlichkeit samt Unterbewusstsein und Ego aufgelöst wird und eine völlig neue Persönlichkeit mit einem völlig neuen Bewusstsein entsteht.
Also kann es keinen Einfluss darauf haben, dass also das Bewusstsein irgendwelchen Schaden nehmen könnte. Und die Geistform selbst, die zuständig ist, damit überhaupt der Mensch leben kann und das Bewusstsein überhaupt existieren kann und zur Existenz werden kann, ist absolut tabu und kann nicht angegriffen werden. Es kann also nicht beeinträchtigt werden in der Gesundheit oder sonst in irgendwelchen Dingen. Denn die Geistform respektive der Geist ist unantastbar. Und der hat nichts zu tun mit dem Bewusstsein. Und ich habe bereits an früherer Stelle erklärt, es gibt kein geistiges Eigentum, weil sich der Geist respektive die Geistform nicht in das Bewusstseinleben des Menschen einmischt, sondern es gibt nur ein bewusstseinmäßiges Eigentum, ob es nun eine Zeichnung ist oder eine Konstruktion, die ein Mensch irgendwie anfertigt. Es ist immer das Bewusstsein durch die Bewusstseinskräfte, die geschaffen werden, durch die bewusstseinsmäßigen Energien, und das ist das bewusstseinsmäßige Eigentum. Wenn die Rede davon ist, dass da der Ishvish respektive der Weisheitskönig ist, der die Erde unter seiner Obhut hat, dann bedeutet das nicht, dass er irgendwelche Eingriffe bei der irdischen Bevölkerung oder in der irdischen Technologie oder Medizin oder im irdischen Weltgeschehen oder in der Natur oder sonst wie vornimmt. Er mischt sich in keinerlei Dinge rein, er ist einfach darum besorgt, um zu überwachen, zu sehen, wie sich die irdische Menschheit entwickelt, wie sich die Natur, der Planet und alles zusammen weiterformt, um dereinst, wenn es sein sollte, vielleicht den Menschen irgendeinen Ratschlag geben zu können, was sie unternehmen sollen, um das oder dieses oder jenes richtig zu richten. Aber das ist nur eine Möglichkeit, die mit höchster Wahrscheinlichkeit eben nicht zutrifft. Denn wenn es einmal so weit ist, dass der Mensch hier von der Erde in den Weltenraum hinausreisen kann, jetzt macht er ja nur Hops rund um die Erde rum, das ist keine Weltraumfahrt, was er da unternimmt, obwohl sie großartig von Astronauten und Kosmonauten sprechen und so weiter. Das sind nur kleine Hops um die Erde rum. Wenn es mal so weit ist, dass die Menschen in die Weiten des Weltenraums hinausreisen können, dann wird es sein, dass sie auf andere Intelligenzen stoßen, respektive andere Intelligenzen auf die Erdenmenschen stoßen werden, und dann ziehen sich die Plejaren sowieso endgültig zurück. Sie werden sich schon zurückziehen, wenn ich mal nicht mehr bin. Wenn es darum geht, dass Außerirdische zur Erde kommen sollen, die uns irgendwie Leid zufügen, Vieh klauen oder Menschen examinieren und so weiter, untersuchen, entführen und all das, das ist absoluter Unsinn, das gibt es nicht. Viele Menschen, insbesondere die New Ager und die Esoteriker, die sprechen immer davon, dass sie mit ihrem Wesen aus dem Körper hinaustreten könnten und astrale Reisen vorzunehmen vermöchten. Das ist ebenso blanker Unsinn wie viele andere Dinge. Denn die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist eine Bewusstseinswanderung. Das heißt also, wenn die Gedanken ausgesendet werden in irgendwelche Fernen, um möglicherweise durch Visionen zu erfassen, was sich in der Ferne zuträgt. Aber Astralreisen, wie die Esoteriker und New Ager und weiß ich was alles das erzählen, das gibt es nicht, das ist blanker Unsinn. Wenn das so wäre, wie erzählt wird, dann würde es sich nämlich um die Geistform handeln, die den Körper verlässt.
Und wenn die Geistform einmal aus dem menschlichen Körper raus ist, dann kann sie nicht mehr zurückkehren, dann wäre der Mensch also gestorben, er wäre tot. Und in einen toten Körper zieht sich keine Geistform mehr zurück, sondern nur in einen lebenden. Und das kann nur geschehen in dem Moment, wo der Körper am 21. Tage nach der Zeugung begeistet wird, wenn die Geistform einzieht, also reinkarniert in einem neuen menschlichen Körper mit einem neuen Bewusstsein, einer neuen Persönlichkeit, neuem Ego und neuem Unterbewusstsein. Astralreisen, das ist absoluter Blödsinn. Die plejarischen Außerirdischen, haben sie die gleichen Stränge der DNA wie wir? Es gibt außerirdische Menschen, die haben gleiche DNA-Stränge wie wir Menschen hier auf der Erde. Das ist zum Beispiel bei den Plejaren der Fall. Es gibt aber auch andere menschliche Lebewesen, die haben vollkommen andere DNA-Stränge, sind jedoch trotzdem menschliche Lebensformen. Gibt es eine außerirdische Verbindung mit Australien? Es gibt in Bezug auf Australien keine besondere Konnexion in Bezug auf Außerirdische. In Bezug auf die Telepathie ist zu sagen, dass es deren zwei hauptsächliche Formen gibt, die normale bewusstseinsmäßige Telepathie. Nochmals. Ja, kein Problem. Scheiße, eine blöde Mücke. Hat sich gebissen? Dauernd hat sie mich jetzt geärgert. Jetzt hast du sie gekillt. Ja. Hast sie gekascht. Ja. In Bezug auf die Telepathie ist zu sagen, dass es deren zwei hauptsächliche Formen gibt. Einmal die Geisttelepathie, die durch Symbole stattfindet in der Zahl von rund 52 Millionen verschiedenen geistenergetischen Symbolen, die ich allerdings nicht beschreiben kann, weil die äußerst kompliziert sind. Und dann gibt es die normale Bewusstseinstelepathie, die der Mensch betreiben kann, indem er telepathisch, also auf die Ferne, auf Distanz mit einem anderen Menschen in Bezug auf die Gedanken miteinander kommunizieren kann. Dann gibt es aber bei der bewusstseinsmäßigen Telepathie gibt es noch eine Möglichkeit, das ist die sogenannte Primärtelepathie, bei der das Gehör eine Rolle spielt, aber das ist eine Angelegenheit, die eigentlich gar nicht zur Sprache gebracht werden muss, weil das ein Ding ist, das von den Erdenmenschen sowieso nicht verstanden wird. In Bezug auf die Bewusstseinstelepathie ist es auch nicht so, dass, wenn kommuniziert wird, Stimmen gehört werden. Es sind eigentlich mehr Stimmformen, Stimmbilder, die wahrgenommen werden im menschlichen Gehirn. Und es ist also nicht so, dass wenn gesagt wird, ich habe ein leises Wispern gehört von einer Stimme und so weiter, dann ist das nicht akustisch zu verstehen, sondern es ist mental zu verstehen. Was die Kornkreise anbelangt, das ist eindeutig, dass es sich um irdische Fabrikate handelt. Da haben keinerlei außerirdische irgendwelche Finger im Spiel, sondern es ist reine Menschenmache, vielleicht aus betrügerischen Gründen, aus spaßigen Gründen, um die Leute auf die Rolle zu schieben und so weiter und so fort. Aber es hat nichts mit Außerirdischen zu tun. Es hat mit außerirdischen Kräften zu tun, die jeden Planeten treffen und dem Menschen irgendwelche Schwingungen vermitteln, wie zum Beispiel in Bezug auf die Musen, auf die Kunst, auf die Musik, auf das Zeichnen und so weiter und so fort. Und das sind Menschen, die Kornkreise anfertigen, die von diesen Schwingungen betroffen werden und dann einfach die Freiland
Kunst, wie sie das nennen, veranstalten, indem sie eben Kornkreise machen oder Kreise in Maisfeldern oder Rapsfeldern oder was es dann eben ist, oder sonstige Piktogramme erstellen in den Kornfeldern und so weiter. Aber es ist eindeutig erdenmenschliches Werk, ohne jegliche Zufuhr von irgendwelchen Schwingungen oder Intelligenzen außerirdischen Ursprungs. Außer eben die Schwingungen, die kosmisch, die universell sind und die jeden Menschen treffen, was in Bezug auf seine Gesamtevolution eben notwendig ist, dass er danach strebt, dieses und jenes zu entwickeln, zu tun und weiterzukommen und zu evolutionieren.